Was wie eine Fata Morgana in den endlos staubtrockenen Weiten Utahs erscheint, macht durchaus Sinn. Bei Bullfrog hat der Schwertransport sein Ziel erreicht. Jetzt geht es für das Hausboot der XXL-Version auf einem See der Superlative weiter. Der Lake Powell. Für die einen ist der zweitgrößte Stausee der Welt eines der faszinierendsten Urlaubsparadiese überhaupt. Für die anderen ist die riesige Badewanne inmitten der Wüste eines der schlimmsten Verbrechen, das der Mensch jemals an der Natur begangen hat. Unter den Wassermassen begraben liegt nämlich eine der spektakulärsten Landschaften der Vereinigten Staaten. Ein einzigartiges Zusammenspiel von wie gemeißelten Wänden, majestätischen Bögen, Schluchten, Aushöhlungen, Hügeln und Bergen. Wir werden das Gebiet Glen Canyon nennen. So beschrieb John Wesley Powell im Jahr 1869 das Gebiet, das er auf seiner legendären Expedition entlang des Colorado Rivers entdeckte. Der Pionier würde sich vermutlich im Grabe herumdrehen, wüsste er, dass der für den Untergang dieser Landschaft verantwortliche See ausgerechnet nach ihm benannt wurde. Fast 200 Kilometer weiter westlich, wo der Glen Canyon allmählich in den weltberühmten Grand Canyon übergeht, liegt das Bauwerk, das den Lake Powell geschaffen hat. Die Versorgung des boomenden, aber von Trockenheit geplagten amerikanischen Westens mit Wasser und Energie war Hauptargument für den Bau des 215 Meter hohen Glen Canyon Damms. Präsident Eisenhower gab 1956 persönlich das Signal für die erste Sprengung. Die aufwendigen und gefährlichen Arbeiten an dem Jahrhundertbauwerk dauerten bis 1963. Dann wurden die tosenden Wassermassen des Colorado River zum ersten Mal in der Geschichte des Flusses blockiert. Es dauerte weitere 17 Jahre und lange zahllose Gerichtsverfahren, bis sich der Lake Powell zum ersten Mal bis zum Rand füllte. In letzter Minute waren die Naturschützer aufgewacht und versuchten, die Überflutung der spektakulären Landschaft mit ihren zahllosen Zeugnissen vergangener Kulturen zu verhindern. Doch zu spät. Auf einer Länge von 300 Kilometern wurde der Glen Canyon von den Wassermassen begraben. Er wurde geopfert für weiteres Wachstum und Fortschritt im Westen der USA. Denn ohne den Staudamm würden Städte wie Las Vegas, Phoenix oder Los Angeles auf dem Trockenen und im Dunkeln sitzen. Dass der Stausee als gigantischer Wet-and-Wild-Vergnügungspark zu einem Urlaubsparadies wurde, ist lediglich ein überraschender, aber dankbar angenommener Nebeneffekt. Mit über 4 Millionen Besuchern im Jahr ist der Lake Powell mittlerweile die meistbesuchte Attraktion Utahs. Und sogar Naturschützer und Skeptiker müssen heute zugeben, dass auch die künstlich geschaffene Landschaft durchaus ihren Reiz hat. Ein winziger Teil des Sees, inklusive des Staudamms, befindet sich in Arizona. Hier liegt auch die einzige Stadt im Umkreis des riesigen Gewässers. Eigentlich war Page nur eine vorübergehend in den Wüstenboden gesetzte Arbeitersiedlung, die nach Fertigstellung des Glen Canyon Damms dem Untergang geweiht schien. Dank des unerwarteten Besucherzustroms hat der Ort sich aber zu einem florierenden Touristenzentrum entwickelt.
Mitverantwortlich für das einzigartige Flair des amerikanischen Südwestens sind die zahlreichen Navajo, die sich mittlerweile hier niedergelassen haben. Wer genug hat vom türkisblauen Wasser, der kann in der unmittelbaren Umgebung des Sees eine endlose Steinwüste erforschen. In der trockenen und bizarr geformten Landschaft wähnt sich der Besucher in einer Mondlandschaft. Überraschende Begegnungen sind hier jedoch nicht ausgeschlossen. Abgesehen von einer tagelangen Bootstour oder einer wochenlangen Wanderung, bietet die Vogelperspektive die einzige Möglichkeit, die Dimensionen des Lake Powell halbwegs zu erfassen. Zunächst geht der Flug von Page über den nahegelegenen Staudamm. Dann weiter über ein endloses Labyrinth aus Wasser und Fels, das die Herzen aller Bootsbesitzer höher schlagen lässt. Das gewundene Ufer summiert sich auf eine Gesamtlänge von sage und schreibe 3500 Kilometern und übertrifft damit sogar die Pazifikküste der Vereinigten Staaten. Zurück in Bullfrog, der östlichsten von insgesamt 5 Marinas am Lake Powell. Hier verkehrt auch die einzige Fähre. Ein wichtiges Transportmittel in der abgelegenen Wüstengegend, das Autoreisenden eine zeitsparende Abwechslung verschafft. Diese Verbindung bietet sich vor allem dann an, wenn man von den Nationalparks Utahs ins Land der Navajo unterwegs ist. Die zahlreichen, spektakulären Felsformationen bewunderte schon John Wesley Powell. Allerdings erblickte er sie ganz weit oben, am Rande einer riesigen Schlucht, die der Colorado in die Wüste gegraben hatte. Naturschützer werden ewig darüber diskutieren, dass der Stausee eine unberührte und spektakuläre Wildnis in einen Wasserspielplatz verwandelt hat.
Ein ehemaliger Befürworter des Glen Canyon Damms nannte seine Zustimmung zu dem Projekt später die größte Sünde, die ich je begangen habe. Im Alter von 84 Jahren machte er Schlagzeilen mit der Forderung, der See solle wieder trockengelegt werden, damit der Canyon sich erholen könne. Das würde den Millionen von Wassersportlern, die alljährlich den Lake Powell besuchen, mit Sicherheit überhaupt nicht gefallen. Ein positives Resultat hatten die stetig anhaltenden Kontroversen immerhin. Seit der Fertigstellung des Glen Canyon Damms wurde kein weiterer großer Staudamm in den USA gebaut. Thank you.